Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Pfiffige Ziffern! Pfiffige Ziffern! Pfiffige Ziffern! Mit Lars Paulsen und Florentin Will! Pfiffige Ziffern! Sie ran da! Ja, kommt ran da! Noch ein bisschen näher! Boah, die sind schwer geworden! Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Es freut uns doch so, dass ihr mal wieder vorbeigekommen seid. Ganz freiwillig, muss ich sagen. Manchmal gibt es Vorwürfe aus der Zuschauerschaft, dass Leute gezwungen werden, die Sendung zu schauen. Das wurde abgeschmettert. Das Landesgericht Obhut meinte, das ist Quatsch, das geht nicht, das ist Rechtsbruch, wenn ihr das sagt. Ja, danke, danke. Aber weil wir Obhut auch ein bisschen Kohle zugesteckt haben, probier mal diesen Zuschauer hier. Probier den mal. Oh, die ist sehr lecker. Pass auf, wir haben fast keine mehr. Oh, der ist lecker. Was machen wir eigentlich in dieser Sendung? Ich hab's noch nicht gecheckt, deswegen hat Lars ein kleines Video geschnitten. Bitteschön. Was ist pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing. Schön, dass ihr kein da seid. Wort, der Ton war so leise. Das ist auf so jeden Fall leise. Florentin Will. Da hinten sind wir auch nochmal tatsächlich. Aber wir haben nicht wirklich Flügel. Das ist Photoshop. Wir haben nicht wirklich Flügel. Aber der Rest stimmt, ne? Das war bei unserem Badetag. Ja, das stimmt. Wir waschen uns ja einmal in der Woche gegenseitig, um Strom und Geld und Wasser zu sparen. Denn wir brauchen unser ganzes Geld, um Sachen auf Amazon kaufen zu können. Denn wir lieben diese Website, weil da gibt es nur tolle Sachen, die wir unbedingt brauchen und unbedingt wollen. Aber unser Problem ist, wir haben so viel Geld, dass wir gar kein Gefühl mehr für Geld haben. Also ich habe das Gefühl, ich kaufe Sachen, ohne auf den Preis zu gucken. Das wollen wir ändern, ja? Ja. Denn auch unser Budget wird langsam knapp. Wir müssen auf den Preis gucken. Und deswegen wollen wir heute mal so ein kleines Gespür dafür entwickeln, was Dinge überhaupt kosten, was sie wert sind. Ja, genau. Also das Problem ist, dass du wirklich kein Gespür hast. Und das hat man in den ersten 130 Folgen pfiffige Ziffern schon gesehen. Wir sehen die Kronen hier zum Beispiel. Die sind quasi das der Beweis dafür, quasi das Denkmal der Schande für Florentin Will. Schau dir, Moment, aber dann ab hier kann man es, glaube ich, sehen, hier habe ich Privatinsolvenz angemeldet und dann musste ich mir plötzlich um Geld Gedanken machen. Okay. Und seitdem, glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, du bist nicht schlecht, du bist nicht verkehrt. Wir müssen schätzen, wie viel die kosten, die Dinger. Mein Gott, ist doch nicht so schwer. Nee, ich hab's verstanden, du brauchst es nicht mir zu erklären. 20 Blätter hautfreundliche Tattoos. Oh, wir sehen jetzt hier übrigens auch zum ersten Mal, wann diese Folge aufgezeichnet wurde. Da oben steht, heute ist Black Friday. Also vielleicht kriegen wir einige Sonderangebote. Muss man vielleicht beachten an der ganzen... Bis morgen ist noch Black Friday. Das ist natürlich gut, da können wir auf jeden Fall einkaufen. Ich weiß nicht genau, wie sich das auf die Produkte auswirkt. Ja, das auf jeden Fall... Vor allem heute ist nicht Black Friday. It's Friday, Friday, Black Friday. Hast du ein Tattoo eigentlich? Ja, ich habe ein Tattoo, das ist allerdings komplett grün, deswegen kann man es leider nicht sehen. Mhm. Sag mal, oh, tatsächlich. Ja. Oh, das ist ja eine komplett grün, eine grüne, komplett durchsichtig. Eine grüne Skorpion. Deswegen, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es komplett ersetzt wird hier von Greenscreen. Aber hier sieht man, ja, da kann man sich non-toxic, easy to clean, waterproof und easy to clean. Das passt für mich nicht zusammen. Aber hier sieht man, wir sind mitten in der Weltmeisterschaft und die kannst du nicht schauen ohne dir. Also du kannst sie vielleicht schauen mit schlechtem Gewissen oder du machst dir halt vorher so ein süßes Tattoo da in dein Gesicht und dann kannst du es auch mit gutem Gewissen schauen. Insofern ist das die Rettung für uns alle. Du brauchst auf jeden Fall ein Commitment hier. Place tattoo face down on skin. Wet the tattoo thoroughly with a sponge and then allow the tattoo to dry. Das ist wichtig, dass man den ein bisschen Ruhe gibt, dass man früher nicht sofort hat man die Antwort, hatten die ja gar keine Rechte, ne? Nee. Die Tattoos. Nee, nee. Und dann gab es da den großen Tattoo-Streit von 98. Seitdem muss man das denen erlauben. Und die leuchten im Dunkeln? Wow! Also, guck mal. Es wird immer geiler. Mit jedem Satz, den wir sprechen, wird dieses Produkt reizvoller für mich. Auf jeden Fall. Es sind 20 Blätter. Ne? Ich weiß nicht, wie viele. Oh, guck mal, aber das ist ein Angebot. Gott, oh Gott. Wow. Oh Gott, oh Gott. Das ist sehr bunt. Christmas. Alles ist sehr bunt. Aber gut, wir befinden uns in der Weihnachtszeit. Also, manchmal. Für eine 5 Jahre Geburtstagsdeko, Fußballspielzeug, geht. 6 Jahre, geht. 7 Jahre, geht. 8 Jahre, geht. 9 Jahre, geht. Also, sieht gut aus. Ich verstehe diese Wort. Übersichtstabellen habe ich noch nie verstanden, was das sein soll. Photoshop ist so ein Geschenk, ne? Stell dir mal vor, ja, aber man muss es jedes halt Mal ein bisschen nutzen können. Also, ich meine, dieses Tattoo geht halt über das Kleid und alles. Ja.
Ja, ist schwierig. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen. Ah, guck mal, hier kann man es tatsächlich sehen. Ja, herrlich, das sieht doch super aus. Ich weiß nicht, damit den Test übrigens aus, als wäre das schon eine Woche dran, aber trotzdem 4 von 5. Ich weiß nicht, ob wir die Frage schon gestellt haben. Geh nochmal hoch zu diesen Kindern, die da so saßen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu gucken, für welche Produkte dieses Bild bereits verwendet wurden? Oh, vielleicht mit der Google-Rückwärtssuche kann man das. Gute Frage. Sind die bei Google, tauchen die bei Google auf diese Stock-Footage von Amazon? Wahrscheinlich eher. Das ist aber auch ein gutes Format. Irgendwie so spritzige Stockfotos, dass du irgendwie, du kriegst so 5 Produkte. Und ein Bild und du musst sagen, zu welchem passt es und zu welchem nicht. Ja, also, ja, Ich glaube, das ist ganz gut für Eltern, die ihre Kinder nicht auseinanderhalten können. Die tätowieren dem einen einfach einen Fußball auf den Kopf, dem anderen Super Mario und dann sagt man, ah ja, so sei es. Aber wie lange hält das? Wie lange kann man dann seine Kinder auseinanderhalten? Ja, bis eine Woche oder sowas. Tolle Tattoos, aber leider leuchtet keins davon. Schade. Die Kinder sind trotzdem glücklich. 5 Sterne hier. Absolut top Bewertungsecke hier, oder? Okay, aber ich meine, was kann so ein Tattoo schon alles falsch machen? Oh, viel. Kann schlecht abgehen von dem Dings, das kann zum Beispiel nicht leuchten. Aber die Leute sind sehr forgiving. Die geben trotzdem 5 Punkte oder 4 Sterne, wenn es nicht mal leuchtet. Jetzt müssen wir raten, wie viel das kostet. 20 Blätter heißt auch wirklich 20 Tattoos, oder? Nee, 20 von diesen großen Blättern, wo ganz viele drauf sind. 10 Blatt. Nee, warte mal. Geh nochmal auf dieses eine, wo 10 Blatt steht. Das zweite von oben. Hier. Oder hier. 10 Blatt. 1, 2. Ach so, ist das jeweils ein. Ja, guck mal, doch, das ist 5 mal 2. Das sind 10 Blätter. Ach, dann ist ein Blatt nur so DIN A3 oder DIN A6. Wo ist 5 mal 2? Naja, diese Kästen hier unten. Ach so. 5 mal 2. Okay. Oh, das kostet 3 Euro, oder? Das kostet fast nichts. 3 Euro, sagst du, das ist deine Schätzung, alles klar. Ach, ich bin dumm, das ist ja 10. Nee, warte mal, nur 20 Piece, 10 Blatt. Nee, das ist. Aber was ist jetzt ein Blatt? Ist hier ein Rechteck ein Blatt oder was? Oder kriegst du das Ganze hier mal 20? Insgesamt 200. Ich glaube, auf einem Blatt sind 6 Tattoos, ja. Auf einem Blatt sind 6 Tattoos. Das heißt, ein 10er-Blatt wären 60 Tattoos. Und aber wo kommen die 20 ins Spiel? Kriegst du 20 von diesen 10er-Rechtecken? Nee, ich glaube nicht. Sag was. Nee, 3 ist jetzt ein bisschen. Ja, 3 ist ein bisschen wenig. Ich sage, ja, es wird nicht super viel kosten, aber schon seine 10 Euro glatt. 10 Euro glatt, sagt LP Paulsen. Und ich leuchte auch seit Jahren im Dunkeln. Das heißt, ich kenne mich da gut aus. 3 Euro sind parat. Und wir schauen mal. 6,99 Euro. Wow. Oh. Naja, gar nicht so schlecht. Ich finde, so weit war ich gar nicht davon. Nee, wir haben es einfach spannend gemacht, weil wir Showmasters sind. Und spannend ist es auch für dein Leben, auch wenn man einen Table Sky Campingtoilette hat. Ja, klappbare Campingtoilette, sehr schön. Nehme ich mittlerweile auch mit auf Arbeit. Ja. Ich sehe das nicht ein, mir hier die Toilette zu teilen mit x Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Nee. Ich habe das immer mit dabei und leere das abends aus. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Kannst du auch für die Kinder dann kleiner machen? Oder ist es eine andere Größe? Kann man die so Ziehharmonika-mäßig kleiner machen? Ja, die kann man Ziehharmonika-mäßig größer machen. Sodass du danach, wenn du fertig bist, kannst du das alles so zusammendrücken. Und dann hast du das komprimiert. Wir schauen mal ganz kurz in das wahrscheinlich sehr unangenehme Video rein. Ui. Meinst du, es hat jemand die Hose mal unten in dem Video? Oder machen sie es einfach? Ach, guck mal, das ist einrastbar. Ach ja, und dann kann man sich draufsetzen. Verschiedene Größen. Da ist die Pisse gewesen, ey. Ich hab die Pisse gesehen. Die kam direkt aus dem Pimmel. Ich hab's gesehen. Oh, andere Marken sind ja eigentlich bei Werbeproduktionen ein No-Go. Oh, da schön reinkacken. Ehrlich gesagt stelle ich mir so auch Florentins Toilette vor, zu Hause. Wieso das denn? Ich weiß nicht, weil du zu faul bist. Im Auto. Traffic Jams? Ja klar, wenn du länger im Stau stehst. Dann kannst du dich da hinten hinsetzen. Guck mal, das wurde aber extra gedreht, sogar outdoor. Was ist das für ein Nummernschild? Was ist das für ein Land? Ja gut. Lingo Paulsen. Tja. Duo Paulso. Kann ich dir leider nicht sagen. Blau. Beeindruckend, was du da seit Monaten machst. Pepsi ist jetzt auch noch mit drin.
Ja, wir haben Nein. Moment, es ist, jetzt ist aber ein Mülleimer plötzlich. Man kann zusammenscheißen. Du kannst zusammen draufpinkeln. Ja, du kannst es nicht. Guck mal, die hat alle Stühle sind gleichzeitig auch ein Mülleimer. Nee, die nimmt das mit. Das ist nicht Müll. Doch, guck mal, das sind. Doch, die setzt sich drauf und niemand sieht den Müll. Ich glaube, das ist. Ich glaube, jedes Möbelstück in deren Haushalt ist eigentlich auch ein Mülleimer. Sodass die irgendwie. Oder auch eine Toilette. Die müssen nie Müll wegbringen, weil die einfach ihr gesamtes Haus schon mal ausfüllen. So, nein, ich glaube ja wirklich, du kannst es mit auf den Wanderurlaub nehmen, hast dann halt einen Apfel und ganzes Equipment, nimmst du mit in deine Toilette, dann isst du das alles, dann muss das, was du mitgenommen hast und gegessen hast, muss ja irgendwann wieder raus. Und dann ist die Lösung schon quasi mit auf deiner Tasche. Vor allem, du trägst es doch nicht so als Handtasche durch die Gegner und fragen die Leute, was ist denn das? Ja, was ist denn das da, was du da so stolz präsentierst? Ja, das ist unsere Tables Guide Campingtoilette. Camping, okay. Outdoor, klappbare Campingtoilette, faltbar, Trenntoilette, Trockentoilette, Camping, WC, tragbare, faltbare, Mobile-Toilette, Auto-Klapptoilette. Das ist ein Scheißhaus. Ja, aber ich sag mal, die war gar nicht ganz billig. Okay, wie jetzt teuer? Haben wir hier, Achtung, exklusives Prime. Nee, Angebot. Das wollen wir nicht wissen. Das können wir nicht. Wir wollen schätzen, was der Otto Normal. Neu. Ja, wir sind große Prime-Kunden hier offensichtlich. Wir wollen wissen, was der Otto Normal verbrauchen hat draußen. Wie viele kriegt man von den Dingern? Eins. Ah, okay, es ist die Table Sky. Können wir in die Bewertung gucken, ob da irgendwas von teuer steht? Es ist nicht nur eine Außentoilette und eine tragbare Bettpfanne, sondern auch eine Aufbewahrungssitzkombination, ein Mülleimer, eine Aufbewahrungsbox und ein kleiner Hocker. Wer würde denn jemals einen Mülleimer mit auf Reisen nehmen, anstatt einfach einen Müllsack mitzunehmen? Nee, das muss schon dasselbe Gefühl sein, wie wenn ich zu Hause was in die Mülltonne schmeiße. Je größer, desto bequemer. Okay. Das ist eine fragwürdige Aussage. LP, was sagst du denn? Ich dachte, wir gucken nochmal ganz kurz in die Bewertung, ob da irgendwas steht von wegen für den Preis. Kann man da schon reinscheißen? Ja, auch natürlich alles. Ja, können wir die Toilette nicht hinters Zelt packen? Können wir die zumindest zumachen, wenn es geht? Nein, nein. Wenn du schon die romantisch Gitarre spielst. Nee, ich kann nicht mehr ohne Campingtoilette Sex haben. Die haben hier alle. Guck, was ist das für eine Situation? Er und vier Pizzen? Er, vier Pizzen und meine Campingtoilette. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein. Ach, ein Elefant könnte drauf sitzen, oder was? Bis 300 Kilo habe ich gelesen. Also eine junge Elefantenkuh wahrscheinlich. Mann sitzt gut. Zum Sitzen ist das Teil gut geeignet. Es macht einem stabilen Eindruck. Die eigentliche Verwendung wurde noch nicht getestet. Aber würde nicht ein Sitz noch besser zum Sitzen sich eignen? Ja, da gibt's natürlich. Oder ein Sessel? Fragen. Ja. Gut, ich schätze, dass dieses Produkt stolze 49 Euro, weil ich glaube, die Camper haben die Kohle und du kannst es den Campern einfach aus den Taschen ziehen. Das ist ein Stück Plastik, sorry. Ich bin immer. Nee. Du bist ein Quatschkopf. 28,99 Euro. Ich glaube, das ist recht billig. Ich glaube, das ist so ein Schnapper, den du im Baumarkt irgendwie mitnimmst auf dem Weg zur Kasse. 28,99. LP sagt ein Fuffi. Ich bin mal sehr gespannt. Es kostet 89. Was? Epice Korea! Und selbst mit dem exklusiven Prime-Angebot wären es 71,99. Ja, das ist doch. Du, das ist eine einmalige Kombination aus Mülleimer, Sitz und Handtasche. Pisstasche. Also, ich brauche ein paar Pünktchen und weiter geht's vielleicht mit dem Air-Sound, die ultimative Hupe. Und das ist mal eine Ansage, ne? Also, das ist jetzt nicht hier irgendwie Bescheidenheit, sondern nein. Die ultimative Hupe. Warte kurz. Bevor wir uns die ultimative Hupe anhören, hören wir uns mal die ultimative Hupe an, wie wir dachten, dass sie klingt. Ja. Ihr müsstet jetzt einmal die Fischkarte zücken. Oder die Senfkarte. Glaube ich. Ah nee, dann ist es im Grafikprogramm drin. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Kriegen wir nicht mehr rausgehackt. Schon abgestritten. Schon alles direkt abgestritten. Naja, also. Aber ich meine, mittlerweile, wir haben die so oft gehört. Ja! Geil. Regie. Und jetzt als Vergleich die angeblich ultimative Aha. Hupe. Okay, das sind die gleichen 10 Songs immer. Laut muss es sein, die ultimative Hupe. Ich will damit meine Probleme aus meinem Leben hupen. Ich hup dich weg, hup. Mein Leben ist jetzt besser. Die ultimative Hupe hält, was sie verspricht. Jetzt kommt der Chorus. Du bist die gute Hupe. Ich hup dich super gern. Alles, was du machst, ist hupen den ganzen Tag. Bring mich nach CERN. Liebe Hupe. Rich?
Und Chorus. Ja, hub doch! Mann, wo ist die denn? Mein Gott, hub doch! Oh, haben wir sie verfasst? Nein, die kommt nicht mehr. Die Hupe kommt nicht mehr. Hey, hup es! Nicht mehr. Warte mal. Moment mal, aber... Also du da, in der Flasche ist Druckluft drin und jetzt wird hier... Aber wofür ist die so für... Um Einbrecher oder so Angreifer davon zu schlagen, musst du erstmal zusammenbauen. Moment, bleiben sie da stehen. Und dann... Ja, ist nicht ganz leicht. Ist die Hupe in Deutschland, in Deutschland erlaubt? Nach Paragraph 64a der Strafvollzugsordnung darf sie am Fahrrad nicht angebracht werden. Auch nicht zusätzlich. Das heißt nicht automatisch, dass sie im Straßenverkehr nicht eingesetzt werden darf. Theoretisch darf man sie am Körper, Arm, Bein oder am Helm befestigen. Ob das ratsam ist, sei mal dahingestellt. Ratsam. Was für einen Art von Ton macht die Hupe? Einen sehr lauten Ton macht die Hupe. Das, weitere Antworten. Das ist wie so, als würde man Deutsch lernen. So. Genau die will ich Dialoge. Alle hören. Dude. Du Hupe macht eine Art Mähn. Oder Spähn. Einen eher hohen Ton, allerdings sehr laut. Noch weiter? Ich schätze jetzt, was kommt. Es ist so eine Art Mähn oder Spähn. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Ich glaube, jetzt kommt noch Möb als Antwort. Ja, was glaubst du? Ja. Nee, ich glaube, wir haben noch so wie eine Ente. Ich glaube, Ente fällt noch. Auf einer großen Videoplattform findet man entsprechende Reviews inklusive Soundtests. Die Hupe ist live natürlich druckvoller und meine Ohren auch minimal höher im Ton. Rand und man verschafft sich Gehör. Kann ich leider nicht sagen, habe ich verschenkt und nie gehört. Mir wurde aber gesagt, so ähnlich wie die Hupen Presslufttröten beim Fußball. Wer verschenkt denn sowas? Oh, danke. Frohe Weihnachten. Alter, da hat jemand echt an seinem Fahrrad eine extra laute Hupe angebracht. Aber ist eigentlich ganz geil. Du bist einfach das dumme Arschloch in der Stadt, der so alle Fußgänger von den Fahrradwegen weghupt. What? Da ist noch eine Boombox dran, oder? Oben rechts? Tja. Nee, ich meine, unfassbar so laut. Hubraum, ne? Da erschrecken sich die Autofahrer. Aha, okay, das hat natürlich einen ernsten Hintergrund, dass du wirklich den Autofahrern signalisierst. Moment mal. Ja. Attention, attention. Ultimativ ist nur der Preis. Aha. Das ist aber negativ. Ah ja, ich dachte, man kommt noch was. Wow, da hat das uns mal richtig gegeben. Yeah. So wie ich damals... John Burroughs. So habe ich ja damals einen Liebesbrief verschickt, ne? Eine Liebes-E-Mail an meine damals beste Freundin. Und irgendwann habe ich ihr die Liebe gestanden. Mhm. Und ich habe das mich aber nicht getraut, dann wirklich ganz am Anfang von der E-Mail zu schreiben. Und habe dann wirklich 1000 Leerzeichen, also Space-Dinger rein und Leerzeilen rein. Und habe ganz unten dann eben geschrieben, was ich für sie fühle. Und ich habe irgendwie gedacht... Was war die eigentliche Mail? Ja, nur so, ja, wir haben immer so Mailverkehr gehabt. Ach so. Und zum Geschlechtsverkehr gab es dann halt nicht. Also es blieb beim Mailverkehr. Weil ich dann irgendwie so ein bisschen gehofft habe, vielleicht sieht sie es nicht. Aber eigentlich wollte ich es auch, dass sie es sieht. Aber dann musstest du danach immer abtasten, ob die das gelesen hat oder nicht. Nee, sie hat mir geantwortet, dass sie nicht so fühlt. Und dann... aber auch ganz unklar. Claire, das war hart, ja, damals. Und dann habe ich geschrieben... Ach so, nee, das war nur, das war eigentlich nur die Nachricht, die ich einem Kumpel geschickt habe, den Liebesbrief. Aber ich war dann so ehrlich, ich habe gesagt, ja, aber ich habe trotzdem Gefühle für dich gehabt. Ich hätte es dir irgendwann echt gesagt. Aber das, warum hast du gleichzeitig gelogen und die Wahrheit gesagt? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich eine E-Mail schreibe mit einer Liebesbekundung und schreibe die nur. Ja, das verstehe ich schon, wenn man sich nicht traut, das so offensichtlich zu machen und so, okay, aber. Ja, Und ich dachte mir im Nachhinein, manchmal machen eine E-Mail-Programme, löschen doch auch diese Leerzeichen, oder? Dann stand es wahrscheinlich einfach oben. Kann auch sein. Das kann auch sein, ja. Naja, auf jeden Fall. Lauter geht fast nicht mehr. Da kann ich mir jetzt endlich im Straßenverkehr Gehör verschaffen. Ich habe noch nie so viele Kommentare in die Richtung gehört. Das ist wirklich das Ultimative. Das scheint wirklich die Ultimative zu sein. Ja, er sagt geile Hupe. Wave Launcher, geile Hupe. Geile Hupe. Okay. Dann schätzen wir jetzt mal, was das kosten könnte. Ultimativ ist nur der Preis. Deutet darauf hin, dass es eher sehr teuer ist. Ne? Endlich mal eine Hupe, die man hört. Ey. Ja, es sieht auch wirklich kompliziert aus. Also dieses Video, wie mit diesen ganzen Einzelteilen. Man muss das erst zusammensetzen. Und wie kriegt man die Luft in die Flasche rein, frage ich mich auch.
Vor allem, man hätte doch auch nie richtig Bock zu hupen dann, oder? Weil man denkt, oh, da würde ich ja selbst bei einer richtigen Gefahrensituation mir zweimal überlegen, ob ich jetzt wirklich mich sehr, ich würde mich ja selbst erschrecken auch vom Hupen. Ach da, das ist für einen Kompressor. Da kann man, glaube ich, das auffüllen. Kannst du es in eine Flasche reinmachen? Ja, spannend. Ja, hat seine Vorteile, ne? Aber ich würde niemals so auffallen wollen. Da würde ich lieber am Verkehrsunfall verenden. Ich sag 59 Euro. Ich glaube, das ist ein Brummer. Ich glaube, das ist teuer. Teuer ist nur der ultimative, ist nur der Preis, 59 Euro. Nee, glaube ich nicht. Sondern, das dachte ich, und jetzt kommt's. Glaubst. Sondern, und jetzt kommt's. Höher nochmal. Ich glaube, eine gute Hupe. Ich habe mir noch nie Gedanken über den Preis einer nicht ultimativen Hupe gemacht. Ja, du musst ja erstmal, was kostet eine normale Hupe, was eine gute, sehr gute und dann was eine ultimative. Genau, ich bin jetzt gerade bei sehr gut. Ich weiß ja nicht, nee, höher. Oh, dann bin ich bei. Das muss so laut sein, dass man richtig von seinem eigenen Hupen weggeschleudert wird. 73,77 sage ich. Florentin Will sagt 59,0. Was sagst du? 73,77. Wenn das jetzt stimmt, dann werden wir die Sendung wahrscheinlich nicht fortsetzen können, weil man dann natürlich von einem Betrugsversuch ausgehen muss. 73,77 zu 59. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung. 33! Dann ist der Preis nicht ultimativ hoch. Blumenfeld, Sumatra Breeze, RD, Gartendusche, Außendusche, Bodendusche, Saunadusche, Saunadusche, Außendusche, Bodendusche, Saunadusche, Außendusche, Bodendusche, Saunadusche, Dusche. Von Dehnhöhe bis 4 Meter einstellbar, Material, Aluminium, WPC, rutschfest, Standfläche, Holzabtrieb. Blumenfeld, Sumatra Breeze, RD, Gartendusche, Außendusche, Bodendusche, Saunadusche, Bodendusche, Saunadusche, Außendusche, von Dehnhöhe bis 4 Meter einstellbar, Material, Aluminium, WPC, Festrutsch, Standfläche, Holzabtrieb. Einfach. Okay, wir haben zwei, wir haben eckig und rund. Sollte eine Dusche darstellen. Ach so. Also, Sommerfrische. Ah, du duscht von unten? Ja, das ist die neue Rolle. Spritzige Bodendusche zur einfachen und. Aber dann hebt doch man so ab. Wir haben es ein bisschen zu hoch eingestellt, unsere Tochter ist auf zum Mond geschossen. Aber du willst doch vor allem deine Haare duschen, oder nicht? Naja, oder halt untenrum, so. Ne? Untenrum willst du waschen. Oh, geil. Naja, aber das ist jetzt das richtige Fußmittel oder was? Dann könnte ich auch mitteilen. Oder? Ah, mit Wassermarsch. Von Tenhöhe mit Fußdrehrad einstellbar. Aber da muss doch richtig Saft dahinter sein, dass das wirklich bis zu 4 Meter hoch spritzt. Das muss was? Das muss richtig. Also, aber tut das nicht weh, wenn man auf eine Fontäne draufsteigt, die man 4 Meter, das geht ja auch an deine Weichteile und so. Das muss doch. Das sind doch keine 4 Meter. Ach so, das ist nur außenrum quasi. Das geht dann. Ja, das ist ja eh geschoppt. Wie, was meinst du außenrum? Na, du stehst nicht auf einer Fontäne, sondern das geht quasi. Du stehst rund um dich rum, wird es gespritzt. Dann fällt es quasi wieder auf. Naja, das ist halt. Ich glaube, das ist eh alles hart. Das ist alles Quatsch. Fake. Aber never ever hat das doch eine so eine Kraft. Guck mal, da kommt ein ganz kleiner Gartenschlauch rein. Moment, das sind die Löcher, wo die. Da kommt das. Alter, raus? Das tut doch weh, wenn damit. Also, ich meine, du schließt deinen Gartenschlauch an. Im Grunde ist es eigentlich nur so ein Wasserverteiler quasi, ne? Aber es ist doch nicht mal, wenn man mit so einem Hochdruckreiniger nach oben spritzt, dann kommst du ja vielleicht auf 4 Meter ist doch Quatsch. Das glaube ich auch nicht. 4 Meter ist doch Quatsch. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Praktisch und stylisch. Und dann im Büro willst du dich duschen, oder was? Ach so. Robust, dann im Gatter, oder was? Sicherer Stand, einfacher Anschluss. Einfach im Gatter hier bei Rocket Beans. Geht so. Eigentlich hatten wir eine Garzendusche gesucht, die nur angeht, wenn man sich rausstellt. Aber da ist das bei diesem Burg nicht der Fall. Hier kann das Wasser nur über ein Rädchen in der Trittfläche reguliert werden. Ja, aber das reicht doch. Das war doch in Ordnung. Auch nicht eindeutig aus der Produktbeschreibung herauszulesen? Na gut. Ich habe das Rädchen gesehen, sagen wir es mal so. Außendusche, bueno prodotto. Ein tolles Wasserspielzeug habe ich gerade gelesen. Ist aber immer noch nicht klar, ob das überall spritzt oder nur außen. Sie sollen das mal zeigen. Nee, nur außen, da sieht man ja die Löcher. Katzenliebens. Okay. Ah, guck mal. Ja. Das sind keine 4 Meter. Das sind vier Meter. Aber es spritzt ja immer nur außen, oder? Oder wie siehst du es? Ja, außen. Aber die haben halt auch vielleicht nicht auf volle Stärke.
Jetzt müssten wir es eigentlich schon kaufen, um zu gucken, wie viel Kraft das hat. Ja. Vor allem, ich würde es halt umdrehen, sodass es schwebt. Also, du hältst es dann einfach so über dich? Ich würde es idealerweise umdrehen, sodass es sich selber hochdrückt. Und dann gehe ich drunter. Das ist gut, ja. Und dann muss ich immer gucken, dass ich drunter bleibe. Aber dann geht es immer höher, weißt du? Das ist ja, das ist ja nochmal 8 Meter hoch. 4 Meter hoch. Ja. Da kommt ein Windstoß, das ist beim Nachbarn. Also wir müssen bedenken, dass es ja lediglich ein Verteiler ist, ne? Also jetzt nicht. Ja, also es leitet einfach nur das Wasser weiter, das eh reingepumpt wird. Ja, aber da muss schon nochmal oder eine Pumpe drin sein, ne? Nein. Das ist einfach nur aus. Du hast ja keinen Stecker oder so. Das ist einfach nur der Druck aus dem Wasserschlauch. Deswegen hängt es ja eigentlich vom Druck des Wasserschlauchs ab, wie hoch spritzt und nicht. Ja, oder das wird dann so da reingepresst, dass da Druck erzeugt wird. Dadurch nehmen. Ja. Da ist ein Mikrofon sogar. Kannst auch Podcast draufzeichnen. Okay, weil das ist natürlich die Erfindung, die wir alle auf die wir alle gewartet haben, dass man auch endlich mal in der Dusche podcasten kann. Wissen wir davon, dass die schon kaputt ist? Ja. Ja, die ist gleich am Anfang kaputt. Die war abgebrochen. Ne? Ja, was kostet der Bloomfield Sumatra Breeze RD? Wollen wir mal zusammen duschen auf der Sumatra-Dusche? Also ist das so ein Indonesien-Ding oder warum Sumatra Blumenfeld kommt mir auch bekannt vor? Das ist nicht so eine teure Marke. Ich sage das einfach exotisch, dass dieses Produkt bis zu diese zwei Wörter bis zu, die leisten auch eine ganze Menge in der Werbebranche. Ja, ne? Die machen alles kaputt. Bis zu 4 Meter. Bis zu 800 Gigabyte Download schnell. Ja, ich meine, wenn du da wahrscheinlich mit so einem Hochdruck-Wasserpumper da irgendwie reinballerst, dann kriegst du vielleicht 4 Meter, aber normale Schlauchlänge. Nee. Also bei verflixte Klicks und pfiffige Ziffern gibt's bis zu sehr gute Unterhaltung. Ja, ja. Bis zu. Ja. Ne? Ich bin bei meiner Schätzung, lass mich mal ganz kurz sehen, was ich schätze. Was könnte denn so eine Dusche kosten? Ich sag trotzdem, ja, ich sag, die kostet 100 Euro. Ja, 99,99. Glaube ich. Einmal von unten kühl abspritzen und dann noch einmal sanft von oben berieseln lassen. Damit eignet sich die Bloomfield Sumatra Breeze auch perfekt als Saunadusche, vor allem, da sie selbst in begrenzten Platzverhältnissen leicht einen Platz findet. Also, das könnte nun auch eine Beschreibung von einem guten Puff sein, ne? Einmal unten abspritzen und dann nochmal sanft von oben berieseln lassen, hä? Das könnte nun wirklich auch, bei einem Puff stehen. Unten kühl abspritzen und oben sanft berieseln lassen, das könnte nun wirklich auch in einem Puff stehen als Werbetext. Ja, was im Auge hier? Und okay. 49,99 Euro, sage ich. 49,99 Euro. Nee, glaube ich nicht. Doch, das ist nicht so teuer. Das ist ja letzten Endes nur ein. Seit wann? Hallo? Das ist auch nicht 49,99, das ist doch in Ordnung. Ja, cool, ja, wollen wir mal schauen hier. Komplett bekifft da wieder. Keine Ahnung, was hier da. 119,24! Ja, Garten ist teuer. Garten ist teuer. Oh, Black Friday, was hat's denn vorher gekostet? NMB Sports, 12-in-1 Liegestützbrett inklusive Ganzkörper-Trainingsanleitung. Trainingsanleitung. Okay. Wir haben. Das ist heute so ein bisschen die Outdoor-Sendung. Wir hatten die Toilette, wir hatten eine Dusche. Passend zur Tageszeit, ich weiß es echt. Tattoos im Dunkeln. Moment, du kriegst dieses Plastikstück, du kriegst ein Video und du kriegst 16 Punkte. In der App. Effektiv Muskeln aufbauen. Ach, guck mal, hier kann man auf dem Brett sehen, welche Arten von Muskeln man trainiert. Ach, du kannst. Ja, okay. Du musst rot und rot und. Nee. Ja. Das ist ja hier wie Twister. Anti-Rutschgriffe, die maximal Halt liefern. Lockere Griffe, die bei der Benutzung wackeln. Top-Trainingsanleitung in deutscher Sprache. Ja, also, es ist, glaube ich, etwas, dass sich viele Leute bestellen. Irgendwie wollen so ein bisschen trainieren. Wollen sich da so hochdrücken. Ja, das ist sicherlich sinnvoll, aber das sieht mir irgendwie zu billig aus, oder? Super für Anfänger, auch für Sportler zu empfehlen. Sehr zufrieden, super Qualität, super Workout. Ja, die Leute sind begeistert. Ich hol's mir. Die wollen alle nur verschleiern, dass es niemand irgendwie länger als 2 Tage benutzt hat. Ja, das stimmt auch wieder. Und dann ist es nicht mal ansatzweise schön, dass du es halt stehen lassen kannst als Möbelstück. Und du kannst die Griffe dann immer irgendwo anders reinklemmen, ne? Je nachdem, welche Übung du machst. Aber null ein Sterne, ne? Du musst schon dann grün auf grün, ne? Oder deswegen sind die Farben ja da, damit es nicht irgendwie. Ja, das weiß ich nicht genau. Bestimmt.
Na gut, das können wir schnell abhandeln, weil ich kenne den Preis. Ja, doch, es gibt immer zwei Löcher jeder Farbe, außer Rot. Ich kenne den Preis und das und Ding Geld. Kostet 59,99. Nein, das ist ein Stück Plastik. Das ist ein Stück Plastik und ein Link zu einem YouTube-Video. Das kostet doch nicht 60 Euro. Doch, doch, 59,99. Nein, das kostet. Also, was du halt nicht siehst, ist, dass das ein Produkt ausschließlich für Krypto-Investoren. Nein. Und die würden niemals weniger als 50 Euro ausgeben für ein Produkt. Weil guck dir sagen, mal an, wie billig das ist. Das ist schäbig. Nein, nein. Und da gibt es vor allem so viel. Nein, 19,99 €. Kunden kauften auch. Nein, how to be rich. Bescheuert. How to become into the WhatsApp-Gruppe. 19,99 €. How to go into the WhatsApp-Gruppe and earn this. Was sagst du? 19,99 €. 19,99 €. Florentin, ich sag dir jetzt eins. Wenn das 19,99 € kostet, kaufe ich es heute. Ja, dann kaufe ich das okay, heute. Okay, gut. Ich meine, wenn du deine Schultern nie wieder sehen willst, dann viel Spaß. Alles klar, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. 19,99 € sagt er und ich sag 59,99 €. Die richtige Lösung lautet natürlich. Oh, 36,01 €. 20,23 € Unterschied ja, bei mir. Also! 19,20 €. Aha, naja, war doch gar nicht so schlecht, was? Weiter geht's. Nur wenn es 19 kostet, kaufe ich's. Nicht, wenn er gewinnt. Wieso kriegt denn er jetzt den Punkt? Leute. Nee, Leute. Das 50-20 und es kostet 36. Ich bin 16 weg und er ist 14 weg. Ja, okay. ja. Wie wir ja, aber auch beide falsch gerechnet haben. Ja, nee, ja. Jetzt kriegt er den Punkt. Moment. Jetzt hat er doch den Punkt gekriegt, der Typ. Warte mal. Was hast du gesagt? 20 €? 19,99 €. Du bist 16. Was, nee, du warst 60 €, nicht 50. Ich war 60 €, ja. Genau. Ja, deswegen hast du den Punkt. Nein! Nee, ich. Halt, hey. Doch, wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Das ist doch hier Mathematik und 36. Du hast 20, das sind 16 Unterschied gesagt. Ja. Ich hab 60 gesagt. Ja, das sind 24. Der Mann kriegt. Ich bin näher dran, Leute. Ey, so leicht lassen. So leicht lassen. Oder habe ich gar nicht 60 gesagt? Du hast 60 gesagt. Okay. Merkst du, wie unglaublich dumm dir deine Schätzung jetzt plötzlich vorkommt? Ne? Davor immer, oh, so weltfremd, ja, und jetzt plötzlich, ach, wie kann ich du bist für mich schätzen? Nach wie vor weltfremd. Also, Babynahrung. Guck mal, jetzt stimmt nämlich die Zahl. Leute, jetzt. Also, Babynahrung 7-in-1. Reinigung, dämpfen, desinfizieren, auftauen, aufwärmen, pulsieren, rühren. Wir gucken das Video an, was man damit hier alles anstellen kann. Sweetie Fox, Sweetie Fox. Kann man schauen, ja, Sweetie Fox. Ja. Es ist ja so ein bisschen wie, na, sag. Thermomix. Thermomix. Ja. Thermomix ist ja so eine Nummer, die mir schon 100-mal erklärt wurde, warum es das Geilste auf der Welt ist, aber die ich ohne Witz bis heute nicht verstanden habe. Ja. Ich verstehe nicht 100%. Schreibt mir das gerne mal. Ihr habt ja sicherlich einen. Schreibt der, dir das der mal. Zeigt dir halt das Rezept auf dem Display an, du tust alles rein und dann macht er und dann ist es fertig. Ja, das wäre ja schön, aber du musst ja dann trotzdem ja gut, dann stehen da die Anleitungen. Ja, der macht es richtig extra heiß oder so und dann sagt er dir, ah, dann kocht er 20 Minuten und dann sagt er, jetzt nochmal das rein, jetzt nochmal das Stück ja, Fleisch dazu und so. Das ist doch ekelhaft. Ja, das ist ein anderes Thema, aber. Also, ich weiß Schreibt nicht. Schreibt mir das gerne mal. Was macht das wirklich aus? Ich verstehe schon, wie der funktioniert. Aber warum sollte man das machen? Damit man nicht selber kochen muss, damit es einem jemand sagt, damit du musst doch trotzdem perfekt alles machen. Gelingt. Du musst es ja, schneiden, aber dann gelingt du musst es reinlegen. Ach. Und du hast alles nur in einem Topf. Du hast dann nicht 1000 Pfannen oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe doch auch so ein Teil nicht. Also, ja, es ist eines der wenigen halbwegs sinnvollen Produkte, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Ja. So Babyzeugs. Hervorragend mit großen Mängeln. Ist da was abgebrochen vielleicht? Es gibt eine Ersatzdichtung. Wenn die allerdings auch nur 4 Wochen hält, ist man angemeiert. Ja, keiner will angemeiert werden. Nur eine Ersatzdichtung im Lieferumfang enthalten ist und nach gegebenenfalls nicht mal 8 Wochen schon Ersatzteile kaufen, kommt für mich nicht in Frage. Na gut. Du musst es ja auch nicht kaufen. Schickst es zurück, kriegst das Geld zurück. Ja, für Babysachen. Also es ist quasi eine Dings für Babybrei, oder? Für Babysachen. Ja, ein Rührer. Mal gucken. Mal schauen. Vielleicht überzeug mich. Das ist ein kleines Messer im Behälter. Eigentlich befand sich lose ein kleines Schneidemesser im Behälter. Eigentlich. Vorsicht. Okay. Ja, nicht ganz optimal. Ja.
Da war leider eine kleine Handgranate mit im Paket dabei. Aber diese Dichtung scheint auch im frankophonen Bereich angemerkt liegt worden da rum, zu sein. Na gut, also hervorragend mit großen Mängeln. Finde ich ein geniales Fazit auf jeden Fall. Du musst anfangen. Was kostet's? Ja, also Küchengeräte sind teuer. Und Leute, die Kinder haben, die wollen sich das auch was kosten lassen. Deswegen glaube ich, dass es hier... Na, was glaubst du denn? Was kostet das? Na, was glaubst du denn? Was kostet das? 50 Euro, 40 Euro, 60 Euro, 60 Euro, 80 Euro, 70 Euro, 80 Euro, 70 Euro? Du kannst jetzt nicht alle Schätzungen, die wir jeweils genannt haben. 60, 50, 120, 110, 100 Euro. Ich sage 80 Euro. Ja, das ist eine sehr gute Schätzung. Man darf nämlich nicht vergessen, wir haben 2000 Sternebewertungen. Das heißt, das Produkt ist nicht super teuer. Es gibt kein Produkt mit über 1000 Sterne-Empfehlungen, das über 500 Euro kostet. Aber wir haben gute deutsche Fernseher Sätze vielleicht heute, ne? Sauber machen wird zum Klacks. Sonst haben wir oft diese generischen Übersetzungen. Heute ist es sehr, sehr gut. Ja. Haben wir ein Spezial von deutschen Produkten heute? Kann sein. Stand da irgendwas davon, dass man angemeiert wird? Anmeierung ist bei den 7 nicht dabei. Vor allem, du kriegst halt 7 in 1. Also du zahlst quasi pro Feature 10 Euro. Ja. Das ist absolut in Ordnung. Also du kannst natürlich Eltern einfach das Geld aus der Tasche ziehen, wie ich eigentlich bei fast allen Kundenkreisen heute schon gesagt habe. Aber bei Eltern natürlich besonders. Man gibt gerne Geld aus für das Baby. Wir sind bei 120 Euro. Wow! Da greife ich mir richtig tief ins Portemonnaie. Oh, oh, oh. 120, 80. Also, wir beide ungefähr um die 100. Ich bin sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gespannt, in wessen Richtung hier der Punkt geht. Denn wir beide könnten ihn gut gebrauchen. Hier ist er. Come on, baby! 89! 89, 99. Naja, da lag doch der Florentin Will nicht ganz weit weg. Dann kann man sich aber nicht beschweren, wenn man da so ein Rasiermesser drin hat. Für nee. Aufgeschlossen, 3-3. Tja, bin nochmal zurückgekommen. Mini-Kühlschrank. Ein Luft... Ein Geruchskiller. Ach so, kein Kühlschrank... Ein Kühlschrank-Deo, das Bindestrich fehlt. Mini-Kühlschrank-Deo. Ein Kühlschrank-Deo. A-Small. Ach, das ist ja spannend. Also aber Moment mal, aber wo geht es hin? Man denkt immer, man kriegt irgendwelche, man kann noch was erfinden, aber nee, es wurde schon alles erfunden. Naja, im Kühlschrank stinkt's ja gerne mal. Also bei deinem Kühlschrank auch wirklich mal gebrauchen, so ein Kühlschrank-Deo. Und dann legst du es da rein. Aber das ist elektronisch. Ach, Air Purify, das macht quasi kein Deo, Geruch, sondern es... Funny Sterilization? Ozone is closed, environment, uniform diffusion. Funny? Warte mal, ist das der Weltretter? Haben wir den Weltretter gefunden? Wenn jeder sich so ein Ding kauft und anmacht, dann geht die ganze Ozonschicht wird dann wieder geheilt? Stimmt, nee, aber Ozon ist harmlos. Achso, du meinst, dass wieder mehr Ozon reinkommt? Achso, Ozon wird, achso, da ist, da ist Ozon drin. Ach du Scheiße, okay. It's harmless. No, no, ja, aber it. It's es ist harmless. Ja ein Loch in der Ozonschicht. Also da fehlt ja Ozon, ja. Oder? Also ja. Ich glaube, das ist auch wieder mittlerweile wieder geschlossen. Also das ja, es ist, passt alles wieder. Mach dir bitte so ein Ding keine in den Sorgen. 90ern, ne? Ja, Nullerjahre. Comprehensively purify. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen zu große Worte benutzen, habe ich, oder? Ja, deswegen sag ich doch. Also damit. Also auch hier omnipotent sterilization. Ich sag dir, damit funny sterilization und working principle. Das Ding nimmt Elon Musk mit auf den Mars. Leg das erstmal aus und dann hast du da einen ganzen Planeten für dich. Wir schauen ins Video rein. Macht's auf oder kommt? Die haben da einen Föhn reingemacht, ey. Oh nein! Oh, ekelhaft. Ach, es wird immer schwarz-weiß, wenn was schlecht ja, ist. Ja, ja. Das war wahrscheinlich so früher, ne? Früher hat man es so gemacht. Das fällt doch raus beim ersten Zumachen. Na, raus beim Zumachen vielleicht nicht, beim Aufmachen. Ja. With easily. Swift easily? Ach, das kommt richtig rausgepustet oder was? Nee. Ich liebe Ozon. Ich liebe Ozon. Protect your family health. Okay. USB-Dings da, ey. Naja, verrückt. Was sagen denn die Leute? Das wird mich mal interessieren. Stinkt noch genauso wie gestern. Aha, aha. Ach, du kannst Zimmer für auch, Haustiere. Ah, das ist Spielzeugdesinfektion. Taxi.
Waschraum, Schuhschrank. Also dieses Produkt will einfach zu viel. Ist es jetzt wirklich nur für den Kühlschrank, macht es den Duft weg oder heilt es unser komplettes Leben? Es kann doch nicht die Spielzeuge desinfizieren mit seinem Ozon, oder doch? Ich kann dem Produkt nichts abgewinnen. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Der Geruch ist penetrant und ich muss es nach kurzer Zeit entfernen. Mit Aktivkohle funktioniert es viel besser, den Kühlschrank geruchsneutral zu halten. Der Geruch aus seinem Kühlschrank ist penetrant oder von dem Teil? Keine Empfehlung. Das Gerät ist absoluter China-Schrott, hat null Wirkung, deswegen kann ich die guten Bewertungen hier nachvollziehen. Moment, hier. Finger weg. Gut. Hier nicht nachvollziehen, Finger weg. Wirklich praktisch und tolles Gerät. Stinks! Makes my fridge smell musty. Awful. Na gut. Ja, okay, Kühlschrank-Deo, ne? Sobald man mal so von so einem Produkt gehört hat, nimmt man seinen Kühlschrank anders wahr. Das war jetzt weil man denkt halt, ja, der ist halt ein bisschen muffig. Mhm. Ja, da sind mir halt manchmal irgendwie komplette Dosen Mais hinter den Klappding gefallen. Ja, da läuft's manchmal aus der Gefriertruhe raus, irgendwie da die halb aufgetauten Erbsen kullern da raus. Ja, mein Gott, da ist ja mal irgendwie ein Milchkarton explodiert im Gefrierfach und seitdem fallen da immer wieder Stückchen Milchkristalle runter, die dann irgendwie in den Eierablagen da ihr eigenes Biotop entwickeln. Ja, mein Gott, da habe ich mal irgendwie Reste von der Lasagne vergessen, die jetzt irgendwie im Scharnier von der Tür drin sind. Man denkt, das ist normal. Plötzlich nehme ich das anders wahr. Mein Gott, ja, da habe ich halt mal irgendwie eine Packung Senf nicht zugemacht, jetzt schlotzt mir das Ganze in die Gegend jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Ja, mein Gott, dann mache ich da halt irgendwie ein pfiffiges Gericht heraus. 20 Jahre alter Senf, irgendwie packe ich da auf die Lasagne raus, nenne das Ganze Senfkarte, ist doch kein Problem. Stark, stark gezückt. Muss man dir wirklich lassen. Geh mal bitte weg von diesem exklusiven Prime-Angebot wieder. Wir müssen wieder auf neu. Florentin, du hörst mich gar nicht, ne? Das ist die ultimative Hupe. Kannst du das mit aufs Fahrrad nehmen? Fahr doch! Fahr! Ja. Bitteschön. Also kann man sowas nicht auch irgendwie an sich selber tragen? Krieg mal bei neu. Bitte. Oder so? Du meinst unter den Achseln einfach klemmen? Oder die Achsel klemmen? Ja, oder irgendjemanden so ins Auto werfen oder so. Ja. Stell dir vor, du bist in einer Fahrgemeinschaft und musst ständig irgendwie mit Udo fahren, dessen Auto richtig stinkt. Ja, dann kannst du das doch so als Secret Agent heimlich, dann irgendwie heimlich dahinter den Sitz fallen lassen. Ist gar keine schlechte Idee. Ja, du nimmst es halt wirklich mit einfach, überall, wo du hingehst, weil es könnte ja immer, wo jemand stinken, nimmst es mit und steckst es so wie so eine Zigarette hinter das Ohr vielleicht. Ja. Aber Ozon, ich weiß nicht. Nee, komm, Ozon ist kein Problem. Ja, das Ganze, also das ist auf jeden Fall futuristisch genug, dass man da einen ordentlichen Preis beanschlagen kann. Aber was ist, wenn es Ozon dann leer ist? Also muss man das dann wieder nachfüllen, schmeißt man das in die Luft und dann saugt das Ozon wieder auf? Nee, das glaube ich wird mit Strom hergestellt, oder? Aha, gut. Dann, ich weiß nicht mal, was Ozon ist. Das sage ich dir ganz ehrlich. Schätz mal. Ich weiß nur, dass Strom nach Ozon riecht. Also immer, wenn man so eine Elektrokugel hat oder so, oder so eine Halogenlampe oder so, dann riecht es nach Ozon irgendwie. Und deswegen, immer, wenn man ich, so eine Elektrokugel hat? Also Ozon, glaube ich, entsteht, wenn irgendwie Strom und Luft irgendwie miteinander interagieren. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und stinkt modrig? Ja, das stinkt. Jeder kennt diesen Ozongeruch, so diesen Stromgeruch einfach so. Das ist schwierig, schwierig zu erklären. Wenn man so lötet oder was am wenn der, ja, ich habe halt noch nie gelötet, ne? Das kostet 35 Euro. 35 Euro wäre mir persönlich zu teuer. Ja, aber das ist schon futuristisch mit Ozon und wie funktioniert das? 24,99. So. Boah! Ich, 24,99. Heute sind unsere Schätzungen endlich mal weit auseinander. Boah! Weil ich mich auch mal was trau, was soll's? 24,99 gegen 35 Euro. Senfkarte ist gezuckt. Ey, es gibt keinen Senffluch. Stopp! Wir haben gesagt, es gibt keinen Senffluch. Hier ist das Ergebnis. 22,99. Peace out. Das war's tatsächlich. Fuck, ey. Noch eine. Letzte? Ein Produkt haben wir noch auf jeden Fall. Deeper Smart, so nah. Wir haben nicht nur noch ein Produkt, sondern auch noch eine Karte und die schimpft sich. Senfkart! Mann, ich will zwei Umrundungen. Einmal habe ich zwei Umrundungen. Also, wir haben hier einen Sonar-Fischfinder, Echolot. Ah, ja. Auswerfbar mit tiefem Messer und GPS-Sender. Technik-Gadgets zum Angeln im Kajak, Boot oder beim Eisangeln. Aber strömt auch wieder Ozon aus. Das ist neue Scheiß. OnePlus 2 gehört zu der aktuellsten Generation der Wurf-Echolote von Deeper. Der Hersteller wirbt mit einem Chirpsender mit satten 100 Metern Scan-Tiefe. Einer erzähle ich euch später genau. What? Ich benutze ihn eher. Moment, und du siehst den Fisch dann auf dem Vasi. Hier, da ist der Fisch oder was? Für das Erstellen von Tiefenkarten. Ja, aber das ist doch dann auch nicht mehr Fischen. Die Reichweite wird mit 100 Metern angegeben.
Ich würde sagen, dass das auch ungefähr der maximalen Wurfweite Wurfecholot um die noch hatte. 190 Gramm Wurfgewicht. Das ist das beste Video, das wir je gesehen haben auf Amazon. Kann man wunderbar werfen damit. Schwere Rolle, 20 Jahre geflochtener. Nee, aber geht's? Also, und ab wer dafür. Angelt denn, um wirklich, weil er nicht verhungern möchte, unbedingt jetzt ganz schnell einen Fisch zu kriegen? Ich werde einfach diese kleine Dose Mais hier direkt über dem Deeper auskippen und wir gucken mal, ob das Echolot tatsächlich die einzelnen Maiskörner anzeigt. Dafür werde ich dann jetzt in die Deeper Cam schalten. Da gibt es genau bestimmt sehen, Leute, die sagen, das passiert. Geht aber nicht. Du kannst nicht Mais fischen. Das ist schlimmer als Explosions... ich TNT. Liebe Mais einfach. Immer rein damit. Ach so, will der... Das mögen die Fische, oder was? Ja, aber dann, das bringt dir doch dann auch nichts, oder? Du musst doch dann... Du kannst ja nicht den Fisch graben, da ist ja keine Zange dran, also. Ja, aber du siehst, ob da überhaupt Fische sind oder nicht. Da oben ist jetzt ein Fisch, oder was? Das war's schon. Da brauchst du ja ein Studium, um das zu verstehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Auf der Insel der Nacht. Er liebt das Fischen, er liebt das Angeln, er liebt die Fische im Meer. Moment mal, hä? Warte mal, was ist denn das für ein riesiger... Moment mal, hier ist doch ein riesen... Das stimmt. What the fuck, hier ist ein riesiger Fisch. Ja, ja, hab ich auch. Was ist das für ein Riesending? Ja, ja, ja. What? Der kommt direkt auf uns zu. Scheiße. Was ist denn das, Alter? Moment, der Moment. Kommt direkt hier raus. Was ist das? Der kommt direkt was hier ist raus. Das? Es ist die Senfkarte! Du bist ja völlig verblödet. Du hast doch schon die Senfkarte gezückt. Du bist wirklich komplett bescheuert. Also wirklich, du bist so blöd. Also du bist wirklich so dumm, dass es mir wirklich schon auffällt. Das ist ja wirklich... Du hast da zwei Minuten die scheiß Senfkarte gezückt, du kleiner Eumel. So. Damit muss ich auch als erster, aber ist aktiviert worden. Guck mal, manchmal klappt es auch so. Bei mir aber. Ja, das ist schon, also das ist GPS, das ist ein Sonar-Ding. Boah, keine Ahnung, ey. Weil ich doch auch die Senfkarte gezückt habe, ne? Jetzt weiß ich selbst nicht mehr. Habe ich bei dem Produkt oder dem davor das gemacht? Ich hab jetzt bei dem Produkt. Ja, stimmt, deswegen ist Klatsch. So nah und doch so fern. Ich glaube, es sind hier... Ich muss anfangen, weil ich die Fischkarte gezückt habe. Da möchte ich fair sein. Tu es. Ja, Fisch-Equipment. Was kann man dafür ausgeben? Viel Geld. Und zwar, du musst da schon mit den 89,99 rechnen. Sorry. Ja, das stimmt schon. Ne? Du kannst sie aufs Handy schicken und so. Da musst du mit rechnen, wenn du sowas kaufen möchtest. Nee, das kostet 200 Euro. Ja, das kostet mehr. Das ist ein richtig krasses Ding. Da, ich habe gehofft, du gehst runter. Das ist für Profis. Und das ist mit gut, das ist gut vermarktet. Es gibt ein gutes Video dazu. Ja. Ich meine, nee, das ist ein krasses. Ich glaube, das Spannende ist, es wird irgendwo dazwischen sein, glaube ich. Es wird dazwischen sein. Aber wo genau es sein wird, das erfahren wir durch einen Druck auf diesen Button. Und es sind... Oh, 290, damit ausgeglichen. Letztes Produkt. So, 2-in-1 Wassermelonenhobelschneider aus Edelstahl Obst. Geil. Geil. Das ist dein Ding. Rein damit in meine Mundluke. Du machst da erstmal einen Würfel und dann kannst du es aufpieken. Ja. Würfel, pieken. Würfel, pieken. Würfel, pieken. Würfel, pieken. Aber geht nur mit einer Wassermelone, ne? Nee, da kannst du schnell Ananas oder hier ein Pudding oder so. Das ist zu schwer. Ananas ist zu hart. Gut, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ey, da denkt man immer, Messer, Löffel, Gabel hätte irgendwie alles abgedeckt. Aber nein, es gibt noch hier den Schaber. Schabergabel. Eine Schabel. Das ist eine Schabel. Und wie heißt der? Schabernack? Oder Schneider-Gehwerk. Das ist geil. Das ist doch mal geil. Schrott. Beim ersten Schnitt in die Melone ist der Schneider sofort kaputt gegangen. So eine schlechte Qualität habe ich selten erlebt. Leider habe ich den Zeitpunkt der Rückgabe verpasst und kann so mein Geld nicht zurückfordern. Naja, gut, wie lange hast du gewartet? It broke immediately. Unbrauchbar. Nach einer Melone ist das Messer gerissen. Das haben ein paar Leute geschrieben. Nicht mal eine Melone. Also du machst dann wirklich, du machst ein Produkt, du arbeitest da jahrelang dran. Dann druckst du das mit deinem 3D-Drucker 20.000 Mal. Dann gibst du das in Versand. Und da hast du nicht irgendwie vorher nochmal überlegt, nee. Ob das Teil vielleicht eine Melone aushält? Offensichtlich nicht. Ah, ich sage, das kostet, wie viel sind's denn? Ich muss anfangen, weil du vorhin an... Nee, du musst anfangen, ja. Na? 5,99 €. Nee, das ist wieder so eine Schätzung, die wird dich total... Die wird dir das Genick brechen. Das ist... So ein Ding ist da nix. Nee, jetzt hobel ich dir hier schön das Hirn raus mit der Schneidegabel und sage, das kostet 9,99 €. Ja,
Nicht die schlechteste Schätzung, die ich in meinem Leben je gehört habe, aber auch nicht nah dran. 5,99 € zu 9,99 €. Bitte keine 3 Euro. Oder? Wir schauen nach, wie viel tatsächlich dieses Schrottprodukt, das sofort kaputt geht, wert ist. Damit ist auch der Sieger dieser Folge hier bekannt gegeben. Wer hier näher liegt, hat diese Folge gewonnen und gewinnt mit 5 Punkten. Und es sind 9,98 €. Ach, wow. Alter. Ich hätte gerne diese Punkte geholt. Einen Punkt habe ich natürlich bekommen und ich habe auch den Sieg bekommen, aber mein neuer Tanz. Juhu, juhu, ich hab gewonnen. Juhu, juhu. Ja, hab ich mir überlegt. Wie findest du es? Also, dass man quasi so den Schrägen und dann einfach alles beim Alten. Hä? Findest du es nicht gut? Gut, liebe Leute, lasst ein Like da. Das finde ich ja ganz toll, dass ihr uns so supportet mit diesem wunderbaren Format. War knapp. Ziffern. Ich finde, wir sind beide Gewinner. 5-4, das ist wirklich fast identisch. Also, ja, geiler Pulli übrigens. Kann man bei uns im Shop, also den nicht, aber den kann man kaufen. Jetzt nervt's mich. Bis gerade ging's noch, aber jetzt ist mir zu viel. Ja, du musst jetzt nicht noch mit irgendwie Werbung Quatsch kommen. Das ist in unserem Scheißvertrag. Das steht in unserem Scheißvertrag. Mach die Kamera. Ich bin der Einzige, der sich an die Vertrag... Es interessiert niemanden! Ja, ich muss die ganzen Werbeblöcke übernehmen, weil du keinen Bock drauf hast. Ganz ehrlich. Steht in unserem Scheißpartnervertrag! Lass mich in Ruhe. Bis zum nächsten Mal, lass ein Like da. Bist gefeuert. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.